Showclassics. Erinnern an. Mir vor wie ein Kind, was aus der Scheidung, diese Kollektion beinahe. Ja, das hat ja riesige Schlagzeilen gemacht, dass Sie nun Chloé verlassen. Ja, warum nicht? Ich meine, nach einer gewissen Zeit kann man sich auch mal ändern. Ich meine, sie war ja Scheidung nicht für Junggesellen erfunden. Ne? Mal muss man auch mal irgendwie weitergehen. Wenn man das Gefühl hat, die Sachen gehen nicht mehr weiter, dann muss man irgendwie einen nächsten Sprung machen. Und ich hatte das Gefühl, das war, wie man im Französischen sagt, surplace. Das bewegte sich nicht vorwärts. Und ich wollte das irgendwie mir auf einen internationalen Level bringen. Und meine Teilhaber konnten da nicht so folgen. Und dann habe ich gesagt, jetzt schlaft mal schön alleine weiter und ciao. Tötet das die Kreativität? Nein, die Kreativität, man sollte was nicht übertreiben. Ne? Die Kreativität, das ist etwas, was von ganz anderen Dingen abhängt und was irgendwie mit so Terra-Terre-Sachen nichts zu tun hat. Da sollte im Gegenteil, gewisse Hindernisse können sehr kreativ sein und sehr gut. Zu glückliches Leben, zu angenehmes Leben und zu bequeme Situation ist sehr ungesund. Ich bin sehr für Schlachtfeld. Ihre Partner haben ja verlauten lassen, dass Sie ihnen auf anderen Schlachtfeldern zu viel gemacht hätten. Sie haben eben Chanel gesagt. Ja, unter anderem. Aber das, wenn ich das gemacht habe, das war auch wahrscheinlich, weil meine Partner mir nicht genügten oder Dinge gemacht hatten, die ich nicht akzeptieren konnte und so die Hände frei hat und das machen konnte, was mich amüsierte, inspirierte und mir das Gefühl gab, dass ich noch nicht eine verstaubte alte Sache war. Ne? Ich muss auf den Zopf gucken. Da rufen die Leute nämlich bestimmt an. Und ich werde die Frage also weiterleiten. Warum, bitte, Karl, tragen Sie diesen Zopf? Das ist eine ganz dumme Geschichte. Ich habe Haar mit Locken und das steht mir nicht. Und da ist das Bequemste. Dann mache ich ein Gummiband rum und dann ist aus. Und der Tipp. Wie viele Kollektionen machen Sie eigentlich im Jahr? Ja, so viel gar nicht. Nicht so viel wie in der Zeitung stehen. Ne? Denn es ist nicht so, ich mache in Frankreich mache ich doch also jetzt Chanel, Prêt-à-Porter und Haute Couture. Dann habe ich gerade eine neue Firma in Amerika gemacht mit amerikanischen Partnern, die Karl Lagerfeld heißt, wo ich in Frankreich eine Zweigstelle von habe. Dann habe ich in Italien Fendi und eine andere Karl Lagerfeld in Japan. Das ist im Grunde die Hauptsache. Ist das nicht eigentlich schwierig, in die Fußstapfen oder unter dieser Käseglocke des Ruhms von der legendären Mademoiselle? Nein, überhaupt nicht. Denn das die erste Kollektion haben die ja gar nicht so angenommen. Ja, das musst du wissen. Wenn Sie wissen, was ich da vorgefunden habe, wie ich da hingekommen bin, da ist das sogar noch ein Wunder, die Kollektion. Ne? Denn da war wirklich nichts mehr von über. Und das Phantom von Mademoiselle, das existierte schon lange nicht mehr. Ne? Und wissen Sie, die hatten Leute behalten, die mit ihr gearbeitet haben. Aber wenn Leute mit jemandem zusammenarbeiten, ist okay. Aber wenn die 10 Jahre ohne Direktion arbeiten, nur mit Respekt, wissen Sie, Respekt ist nicht sehr kreativ. Ne? Das ist etwas sehr Negatives. Ne? Die legendäre Mademoiselle, um weiterzuführen, die Sie ja auch weiterführen und zu ganz großem neuen Ruhm gebracht haben, hat mal gesagt, das Hässlichste an einer Frau seien ihre Kniekehlen. Was finden Sie denn das Hässlichste? Ja, sie war ein bisschen misogyn, glaube ich. Ne? Wie bitte? Ja, im Grunde hasste sie die Frauen gleichzeitig. Also sie mochte die Frauen nicht? Nein, sie hatte eine Art Hass für die anderen Frauen, glaube ich. Aber sie hat doch selber Knie gehabt. Ja, sicherlich, aber die zeigte sie ja nicht. Ist das wahr? Die Erfindung des Mittelrocks mit Klappeffekt. Genau, nicht? Genau. Ja, aber wissen Sie, was ich in dieser Chanel-Geschichte interessant finde, ist, dass Chanel ist ein Konzept, was im Grunde das einzige Modekonzept aus dieses Jahrhunderts ist, was man auf alle Mode adaptieren kann. Wenn die heute 40 wäre, würde sie ja wahrscheinlich auch was anderes machen, wie das, was sie mit 80 gemacht hat und sich dann darin festgerannt hat. Und so ist es amüsant für mich, Chanel zu sehen, wie ein ganzes Lebenswerk. Für mich aber auch die Jugend, die Abenteurerin und das alles, das finde ich interessant. Die alte Dame, die so Reden hielt über Mode und ganz festgesetzte Dinge sagte und das konnte ich nie mehr ändern, das musste alles gleich bleiben, das interessiert mich überhaupt nicht. Was mich an Chanel interessiert, ist ihr eigenes Leben und die Vielfältigkeit ihrer Karriere. Ich habe sie ja nicht gekannt, ich meine, ich sehe das ja mit Abstand. Für mich ist das eine Idee und eine Idee, die man sich von etwas macht, kann sehr kreativ sein, vor allem, wenn man das nicht gekannt hat. Ich habe die ja nicht gekannt. Und ich gucke auch die alten Sachen weiter nicht an. Ich nehme nur die Quintessenz von diesem Esprit und daraus versuche ich etwas zu machen. Das ist für mich wie eine Art Exercice des Stils, was mit meiner eigenen Kreativität, was ich so entwerfe, nichts zu tun hat. Das mache ich aber auch vollkommen daneben. Wenn ich nämlich nur das machte, dann wäre das ein bisschen mittelmäßig. Dann müsste ich auf meinen eigenen Kram verzichten und mich irgendwie selber ersticken. Ja, ja, oder so. Und das ist sehr langweilig. So mache ich das bei einer, wie ein, ich will nicht sagen ein Amüsement, aber das ist irgendwie was Amüsantes. Für mich es amüsiert mich, das zu machen. Ich weiß nicht, wie lange, aber ich finde es sehr amüsant, das zu machen. Und es scheint ja auch zu klappen. In einem Jahr habe ich die ganze Sache ja wieder in Schwung gebracht. Sie sprachen von der Flexibilität. Sie haben verschiedene Wohnungen an den schönsten Plätzen dieser Welt. Da arbeite ich, das kommt alle so aus. Alle unterschiedlich eingerichtet sind. Ja, Mode besteht aus Wechsel. Das andere ist Art Deco, das andere ist Barock. Verändern Sie sich da, wenn Sie die Wohnung betreten? Haben Sie einen anderen Habitus? Essen Sie anders? Ja, das kommt auf die Länder an, das kommt die Länder wahrscheinlich schon an. Aber wissen Sie, das ist alles gewollt, weil ich nichts lieber mache wie Wechsel. Mode ist ja auch schließlich auf Wechsel basiert. Auch wenn es ein
Stil gibt wie Chanel, der irgendwie immer weitergeht. Der muss sich aber auch ändern. Wenn man sich in etwas festrennt und sagt, das ist klassisch und ich ziehe mich klassisch an, wenn Sie dann Ihr altes Klassisches von vor 20 Jahren sehen, dann wollen Sie das nämlich auch nicht mehr haben. Denn Ihre Vision hat sich so verändert, dass Sie dass dann hinterher das, was Sie als klassisch für ewig gut hielten, nur noch alte Klamotten sind. Aber nochmal, um auf den hässlichsten Punkt einer Frau zurückzukommen. Welcher ist denn das für Sie? Das ist, glaube ich, eine Altersfrage. Darum ist es nicht so. Da Sie also sehr geistreich sind und auch manchmal nicht ohne Witz und Schärfe, möchte ich zitieren, was Sie mal gesagt haben. Sollen. Ja, sollen. Ich schreibe die Artikel ja nicht alle selber. Nee, genau. Da hat man Sie gefragt, welche Voraussetzungen muss eine Frau mitbringen, die sich von Ihnen anziehen lässt? Das heißt jetzt in Couture. Da sollen Sie geantwortet haben, ich will die überhaupt nicht sehen. In jedem Fall, egal wie die aussieht, die muss erst mal 20 Pfund abnehmen. Das habe ich nie gesagt. Muss also wo haben Sie denn das gelesen? Ist auf Woman's Wear Daily. Nicht im Spiegel. Nee, im Spiegel. Da war übrigens auch ein großer Artikel und da sind mir einige Fehler aufgefallen. Ja, das haben wir ja vorhin schon gehört. Ne? Ja, Mathieu hat nein, hat nein, Herr von Schiffer, ja, das ist ja nur egal. Ich meine, Mode ist ja kein so wichtiges Sujet, das ist ja nicht gerade sehr wichtig. Mir ist das wurscht, ob ich einen Fehler schreibe oder nicht. Solange den Namen richtig schreiben, ist das ja okay. Ne? Karl, nochmal. Welche Voraussetzungen muss eine Frau mitbringen, die von Ihnen angezogen sein soll? Das kommt auch an, was sie von mir kaufen will, was von den verschiedenen Sachen. Dann sagen wir bitte von der Stange, das ist das Normalste. Ja, ich meine, ich mache in Japan T-Shirts, die kosten nichts. Also ich meine, das mit Geldfrage ist es nicht. Ne? Sie muss in den existierenden Größen eher wieder reinkommen, das ist ein Schiff. Ja, wissen Sie was? Komischerweise werden die Größen immer kleiner. In Amerika, da waren vor 10 Jahren Größe, was die amerikanische Größe 12 ist, was so deutsch ist, 44, das war geläufig und 40 und so. Jetzt geht das auch runter auf 36 und 34, das werden jetzt geläufige Größen. Sind die Maße die gleichen? Und die Maße sind die gleichen, die Frauen werden immer schmaler, schmaler. Ja, Luise, da habe ich eine Frage. Ja. Das fasziniert mich, was er gesagt hat. T-Shirts nach Japan, reicht das aus für Japanerinnen? Ja, es kommt drauf an. In der Länge? Es gibt ja Riesent-T-Shirts, ne? Also, ich hatte schon eine Reise geplant, aber dann lasse ich es. Nein. Karl, um noch einmal jetzt auf die Sommermode zurückzukommen. Jeder Modeschöpfer hat doch, so nimmt man an und so liest man das auch immer wieder, ein ganz bestimmtes Motto. Ne? Natürlich. Und eine Philosophie. Über ja, aber die Frauen, das ist, über die Mode. Philosophie ist Philosophie. Mathieu hat Philosophie studiert, ich nicht. Ne? Also ich kann mir selbst eine Modephilosophie basteln, aber ich denke immer an das Wort von Voltaire, wenn man auch, er hat das nicht für Mode gesagt, aber eine Kollektion, die zeigt man. Wenn man das aber erklären muss, dann denke ich an das Wort von Voltaire, der gesagt hat, alles, was eine Erklärung benötigt, ist die Erklärung nicht wert. Also nach dem Motto, hineinschnüpfeln und sich wohlfühlen und es sein. Die Rolle von Modeschöpfer und Stilist, oder wie man es auch nennt, Kreateur ist ja so ein prätentiöses Wort, ist, jeder schlägt heute vor, sowas mit Diktatur, die A-Linie, und das ist alles vorbei. Jetzt gibt es tausende von Leuten, tausende von verschiedenen Verbrauchern, tausende von verschiedenen Märkten. Jedes Land hat eine gewisse Modeidentität. Und mich amüsiert es, ein japanischer Stilist zu sein, ein französischer Stilist zu sein, ein deutscher Stilist zu sein, ein italienischer Stilist zu sein und alles. Warum nicht? Denn ich habe nicht die gleichen Probleme wie die Schauspieler. In Deutschland geht es mit Mode auch. Und es gibt sogar ein Revival von deutscher Mode. Und in Deutschland zum Beispiel wird Mode viel mehr exportiert wie zum Beispiel deutsche Filme. Denn der deutsche Modeexport ist sogar größer wie der französische Modeexport. In Frankreich können die gut mit dem Handwerk klimpern, aber sie können es nicht gut kommerziell realisieren. Ich habe von Ihnen gehört, dass also die Modeindustrie an zweiter Stelle nach dem Maschinenbau. Nach der Maschinenbauindustrie. In die deutsche Textilindustrie. Ja, also Gesamttextil. Ja. Ist heute der zweitgrößte. Die Mode macht das ganze Paket ein bisschen appetitlicher. Ne? Ja. Ja, nun hört man ja so häufig zum Beispiel, also auch. Nun hört man ja so häufig, auch vielleicht geht das als Seitenhieb an Sie, Herr Reuker. Mode, ach, das ist ja alles Firlefanz, das ist ja nur Aufforderung zum Konsumterror. Warum muss die unbedingt ein neues Kleid, warum muss die eine neue Farbe, eine neue Bluse, einen neuen Kragen? Wie sind die Rocklängen? Ist es nur kurz, langsam, Riesendiskussion? Ja, aber ich finde, erstens müssen wir etwas anziehen, denn es ist ja nicht in dem Land, wo Sie gerade waren, wo es so warm ist, dass alle noch nackt sind. Das geht ja in Hamburg zum Beispiel gar nicht. Ne? Und irgendwie, in Krisenzeit geht zum Beispiel Mode besser beinahe wie in normalen Zeiten. Denn was, und vor allen Dingen Mode, die sehr modisch ist. Denn ein Regenmantel, der kann auch, das kann man auch 6 Monate warten. Aber wo man etwas, wo die Frau wirklich Lust hat, weil es neu ist, weil sie es noch nicht im Schrank hat, dafür kann sie Opfer bringen, die sie für etwas Klassisches, was warten kann, nicht bringen würde. Darum, in Krisenzeiten können nur Modesachen mit einem sehr forten Image, einem sehr starken Image irgendwie über alle
Probleme kommen. Zum Beispiel in der sogenannten Krise in Frankreich und so. Mode, das hat noch nie so gut geklappt wie heute. Mode und Parfüm sind die Dinge, die heute am besten gehen in diesen Art Sachen. Also so ein bisschen das Denken wie Tanz auf dem Vulkan. Ja, sicherlich. Ne? Und da bin ich so eine Art Tanzlehrer. Ne? Welchen Tanz aus welcher Epoche wollen Sie denn hier anziehen? Vor allem Epochen. Gibt es eine Epoche, in der Sie also gerne... Ich weiß, Sie meinen jetzt 1800 wegen dem Zopf. Nein, ist ja nicht keine Allianz. Dann wissen Sie, ich glaube, wir können in keiner anderen Epoche leben, weil wir viel zu verwöhnt sind. Denn das ist okay, eine andere Epoche, so wie die das gekannt haben. Aber mit dem, was wir wissen, ist es unmöglich. Denn wir würden hier vor Ekel und weiß ich was nicht überhaupt schon umkommen wahrscheinlich. Ne? Ich finde das 18. Jahrhundert toll, aber von unserem Standpunkt, was man sich darunter vorstellt vielleicht, aber was in Wirklichkeit war, würde uns selber nie gefallen. Ohne Narkose beim Zahnarzt. Ne? Genau. Aber mit Musik von Herrn Professor Rau. Nur noch eine Sache, bevor wir jetzt den Ausschnitt aus der Frühjahrs- und Sommerkollektion sehen. Was sollte denn, wenn man schon einer Frau nicht raten kann, ihre schwächsten Stellen zu bedecken, was sollte man denn ihr raten, möglichst zu unterlassen, nicht als Altersfrage und als Figurfrage gedacht, sondern als Rat global? Ja, man sollte sich, wie soll ich sagen, richtig ins Spiel gucken und nicht zu viel Illusionen machen und versuchen, das zu finden, was ihrem Typ bekommt und entspricht und sie nicht lächerlich macht. Denn das Schlimmste, was man einer Frau antun kann, ist, dass man sie lächerlich macht. Das würde also bedeuten, eine Frau, die einem absoluten Diktat folgt und keinen eigenen Geschmack hat, sich also nach dem Bild, dem schönen bunten Bild in einem Magazin anzieht. Ja, oder die das einkauft, wie man für Kinder den Indianer kauft und so, das ganze Paket. Nun wollen wir uns mal Ihr Paket begucken, Karl, was Sie uns mitgebracht haben. Das ist ein Päckchen. Ne? Ein Päckchen. Ein Care-Paket. Ein Care-Paket. Also Vorhang auf. Karl Lagerfeld präsentiert Frühjahr, Sommer. Das ist was, von denen Sie gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob die kommen, ich weiß nicht. Ja, unten, Sie sehen es hier auf dem Monitor. Ah ja, da sehe ich eine Schere in einem Dekolleté, ja. Soll ich das jetzt also so nehmen, als dass ich mir das auch selber machen könnte? Das ist ja von Ihnen ein Farbvorschlag. Meine Ideen sind sowieso nur Vorschläge. Jetzt geht also Ihr... Meine Ideen sind sowieso nur Vorschläge. Ich schlage nur vor. Meine Rolle besteht darin, vorzuschlagen. Das ist ja, glaube ich, das Missverständnis, was die meisten haben, dass sie denken, wenn ein Modeschöpfer extrem breite Schultern zeigt oder extrem lange oder kurze Röcke, dass man das nun jetzt kritiklos nachmachen muss. Nein, das ist ja nur sein Vorschlag und damit hat sich das. Ne? Wie sieht denn das mit der Konfektion aus? Erschrecken Sie mich manchmal, wenn Sie Ihre Modelle in der Kopie wiedersehen? Nein, im Gegenteil. Das Kopie, das ist, finde ich, sogar sehr schmeichelhaft. Und vor allem das Gute an Kopie ist, dass man selber was anderes machen muss. Aber die Leute, die zu Ihnen kommen, die müssen, also ich sage jetzt die Konfektionäre, die müssen also diese Schnitte bezahlen, nicht? Nein, das gibt's heute nicht mehr. Heute, wissen Sie, das ist alles überholt, das gibt es gar nicht mehr. Heute im Prêt-à-Porter, da kaufen die Modelle und die werden dann wieder weiterverkauft. Und in der Haute Couture, da gibt es keine Einkäufe mehr, da gibt es nur noch Privatkunden. Das ist eine Geschichte, die man so aus Zeitungen von vor Jahren also kennt. Das ist aber gar nicht mehr so. Das finde ich besonders schön und ich würde auch sagen, da zur Unterstützung, dass das ja nun durchaus eine Mode ist, die sehr feminin ist. Ich weiß nicht, wie die Herren hier in der Runde denken. Ist ja auch für Frauen gemacht, ich meine. Herr Lagerfeld, wo lassen Sie arbeiten? Für mich selber? Das kommt drauf an. Bei mir selber, in Italien und vor allen Dingen in Japan. Immer bei denselben Leuten, habe ich mal irgendwo gelesen, stimmt das? Ja, das habe ich ein bisschen aufgegeben. Im Moment trage ich vor allen Dingen japanische Kleidung. Das, was Sie anhaben zum Beispiel? Ja, das ist japanisch, das ist von einer Marke, die Matsuda heißt. Als der Lutz Wolfgram und ich vorhin ankamen, haben wir uns etwas entgeistert angeguckt, denn wir haben praktisch dasselbe, das gleiche Hemd an. Wenn wir jetzt Frauen wären, wäre der Abend wahrscheinlich gelaufen. Nicht eine Katastrophe. Finden Sie das schlimm, wenn zwei Männer so fast uniform daherkommen? Nein, schlimm nicht. Ich bin ein bisschen monoton, aber nicht schlimm. Ich meine, es gibt schlimmere Katastrophen. Das hat natürlich nichts zu tun mit den Katastrophen, von denen Mathieu spricht. Aber im Konzertleben kann das vielleicht genauso wichtig sein. Ich habe die beiden deswegen schon meine Streifenhörnchen genannt. Herr Lagerfeld, Sie sind nach Hamburg gekommen, um hier zu fotografieren. Ja. Den neuen Chanel-Katalog natürlich. Warum Hamburg, wo Sie herstammen? Ich meine, hat das was mit der Suche nach den Wurzeln zu tun oder suchen Sie so bestimmte Grautöne? Nein, die Wurzeln, die brauche ich nicht zu suchen, die habe ich nie verloren. Nein, das ist ein ganz einfacher Grund, will ich mir was sagen. Es war so warm diesen Winter, dass im ganzen Süden von Europa und in Frankreich so, ich wollte nämlich Außenaufnahmen machen, denn diese Kataloge sind immer in Außenaufnahmen gemacht und die Werbung auch. Da musste ich etwas haben, was nördlich wirkte, wo man das Gefühl hatte, das ist nicht im Sommer. Und hier ist der Sommer noch nicht so vorgeschritten.
Hamburg gefällt mir gut, Norddeutschland gefällt mir gut, das nordische Licht mache ich sowieso gerne. Und warum nicht hier? Wir waren zum Beispiel für die Sommerkollektion, die Sie da gesehen haben, für die Show, die Sie da gerade gesehen haben, da haben wir das in Biarritz gemacht. Mhm. Weil das der Look dahin passte, der Stil. Und die Mode, die wir für diesen kommenden Winter 89, 90 gemacht haben, die fand ich, die sehe auf dem Hintergrund von Hamburg, Freihafen, Blankenese, Elbe und Schleswig-Holstein gut aus. Und das amüsierte mich. Und so kann ich auch meiner ganzen Familie oder meinen Freunden, die mit mir arbeiten, auch gleichzeitig mal zeigen, wo ich hier bin. Es amüsiert Sie auch das Wetter. Alles amüsiert mich. Ich mache keinen Sonnenschein. Ich lebe in Monte Carlo, wissen Sie, von Sonnenschein habe ich genug. Wie sind Sie eigentlich überhaupt so intensiv aufs Fotografieren gekommen? Ja, aus Notwendigkeit oder aus Bequemlichkeit, das ist schwer zu sagen. Wissen Sie, wenn wir Modeschauen machen, dann muss man der Presse eine kleine Akte oder ein Dossier geben, ich weiß nicht, wie man das nennt, wo die Beschreibung der Kollektion ist und ein paar Aufnahmen. Und diese Aufnahmen, die werden natürlich normalerweise von Berufsfotografen gemacht. Aber berühmte Fotografen, die wollen das nicht machen, weil das nicht prestigiös genug ist. Denn das sind Bilder, die werden nur benutzt von Zeitungen, die keinen eigenen Fotograf haben. Das heißt, keine sehr tollen Zeitungen unbedingt, aber die werden auch gelesen. Und da musste man das dann von jungen Fotografen machen lassen oder Leuten, die meinten, das wäre der Moment, wo sie mal ihre Kunst zeigen könnten. Aber da brauchte man die Kunst nicht, da brauchte man nur das Handwerk, damit das auch mal alles klar und sichtbar war und in Tageszeitungen gedruckt wird. Und einmal in der letzten Saison, wo ich es von anderen habe machen lassen, da mussten wir das dreimal wieder anfangen. Und da habe ich mir gesagt, dann kann ich das auch selber machen. Mhm. Wie kommt so es denn, dass Sie überhaupt die Zeit noch dazu haben? Sie machen ja so unglaublich viel. Ja, das sieht immer schlimmer aus von außen, wie es in Wirklichkeit ist. Mir persönlich kommt das gar nicht so vor. Ich habe immer das Gefühl, ich tue nie was. Aber wie viele Entwürfe machen Sie denn? Ich zähle die ja nun Gott sei Dank nicht. Ne? Ein Papier über Ihnen, über Sie habe ich gelesen. 6.000 Entwürfe pro Jahr. Vielleicht, aber wissen Sie, die Papiere über mich, die schreibe ich nicht alle selber. Hören Sie, das wären 16,5 Entwürfe pro Tag, Feiertage eingeschlossen. Das geht doch. Es gibt mal Tage, wo ich nichts tue und ich kann aber 50 im Tag machen. Das kommt drauf an. Aber wissen Sie, man zählt das nicht. Aus einer Zeichnung entwickelt man Dinge raus. So systematisch ist das alles nicht. Das ist irgendwie auch mit Improvisation. Und wissen Sie, die Mode ist auch wie Klavierspielen. Sie müssen 20 Jahre lang improvisieren und üben, damit Sie improvisieren können. Ich sehe das selber gar nicht so dramatisch an. Und wenn ich von einer Firma genug habe, dann gehe ich zur anderen. Darum arbeite ich auch für verschiedene Firmen und für mich selber, weil ich mich schnell langweile. Und das beste Mittel gegen Langweile ist noch Arbeiten. Karl Lagerfeld, was soll Mode denn mit denen machen, die sie tragen und erwerben? Ja, da kann man ja Bücher drüber schreiben. Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Und im anderen ist es ganz simpel. Ja, Mode soll denen helfen, auch mit sich selber zufrieden zu sein. Und schließlich brauchen wir ja was anzuziehen. Und warum soll das unbedingt hässlich sein? Das kann ja auch angenehm sein. Warum soll das unbedingt uniform sein? Und schließlich leben viele Leute von diesem Beruf auch. Und da wird die Umwelt mich nicht verdorben. Da gibt es keine Katastrophen von. Es klingt jetzt so. Es ist vielleicht eine Waffe, aber es ist keine Atomwaffe. Wenn es auch Sexbomben gibt, diese Art Kleidung mache ich aber nicht. Das klingt jetzt so, als habe es mit Zeitgeist überhaupt nichts zu tun. Aber es hat doch mit Zeitgeist. Ja, ich habe Ihnen gesagt, ich könnte ein Buch darüber schreiben. Ich werde Ihnen ja nicht gleich 30 Seiten runterrappeln davon. Aber nee, bitte natürlich, nicht. Das Interessante von der Mode ist, dass es mit dem kürzesten Abstand den Zeitgeist widerspiegelt oder widerspiegeln sollten. Denn es gibt Mode, es gibt auch kommerzielle Mode, es gibt Avantgarde-Mode. Aber Avantgarde ist nicht unbedingt das, was den Zeitgeist besser darstellt wie die kommerzielle Mode. Denn im Grunde das, was den Zeitgeist widerspiegelt, ist das, was die Leute tragen. Und zwar ist das insofern interessant, denn zum Beispiel die Häuser und die Architektur, das bleibt auch länger, aber das geht nicht so schnell. Da kann man das nicht sofort sehen, was los ist. Auch bei Autos, die wirken auch anders nach 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, aber nicht so schnell wie die Kleidung. Und das finde ich interessant, denn Mode ist von allen beeinflusst. Nicht nur von den technischen Erneuerungen, aber auch von den Dingen, die in der Welt vorgehen. Und zum Beispiel so die Katastrophen, die uns das hat aber gesessen. Ja, natürlich. Ja, war eine tolle Idee, so wie er es gesagt hat. Grauenhaft, aber toll. Das ist auch sehr wichtig, denn wirkliche Modewechsel kann es auch nur nach Katastrophen und nach Kriegen geben. Zum Beispiel die 20er Jahre nach dem Weltkrieg oder der New Look von Dior nach dem 47. Aber ich fürchte, es ist vielleicht besser für die Menschheit, dass wir weniger Moderevolutionen und etwas mehr Frieden haben. Kann Sie denn Ihre... Sehen Sie denn Ihr Metier auch als Industrie? Ja, es hängen große... Wissen Sie, mein Metier ist ganz speziell. Ich bin eine Multinationale mit einer eigenen, einzigen Person. Mhm. Und ich arbeite für mehrere Firmen, die tragen meine Namen, die tragen nicht meine Namen. Aber wenn ich alles zusammenrechne, was ich inspiriere oder von Punkt Null auf einen Umsatz so gebracht habe oder von da wieder dahin gebracht habe oder was weiß ich,
dann ist das, ich weiß nicht, wie viele Hunderte und Hunderte von Millionen Dollar, was für einen kleinen Mann doch gar nicht so schlecht ist, ne? Ja. Der nicht mal eine eigene Firma hat und der, nicht, der nur Wind verkauft. Nur mein Wind muss eben in die richtige Richtung pfeifen. Also Sie brauchen die Industrie dazu. Wissen Sie, ja, er hat sogar einen Vertrag mit einem Hersteller in Wattenscheid, auf all places. Ja, ja, Herr Stallmann, der größte, eine Persönlichkeit, der größte europäische Fabrikant für Prêt-à-Porter, und es gibt nirgendwo in Europa jemand, der so toll ist und so eine Firma hat wie der. Das ist ein genialer Mann und da leben Tausende von Leuten und der lässt nicht nur im Fernen Osten machen, er macht alles in Deutschland. Also die Industrie ist nicht so schlimm, wie Sie sagen. Bekommen wir demnächst Lagerfeld, wenn ich das mal so drastisch formulieren darf, als Knick- und Ist-Mode für alle? Ja, aber so preiswert ist es auch wieder nicht. Nee. Es ist eine Qualitätsfrage. Wenn Sie da ganz schäbige Stoffe haben wollen und schlechte verarbeitet, dann können Sie das kriegen. Wenn Sie das ungefähr korrekt, was Korrektes haben wollen, dann müssen Sie dazu rechnen, dass gute Stoffe oder auch für preiswerte Waren nicht zu billig sind, dass gute Handarbeit, vor allem wenn es in Deutschland gemacht wird, auch billiger ist, teurer ist, wie das, was im Fernen Osten zusammengeschmissen wird. Und das ist nun mal so, da kann man nichts machen. Und die Werbung muss man auch mitbezahlen schließlich. Und das gehört alles dazu. Und so kommt da schon ein gewisser Preis raus. Aber ja, lass mich dir eine Frage stellen nochmal. Ich glaube, das, Herr Schreiber, sagst du vorhin, frag dich nach dem Zeitgeist. Das ist erstaunlich. Du bist ja schon ziemlich lange im Geschäft jetzt. Ne? Ja, Gott sei Dank. Aber ich meine, Chanel und Balenciaga haben ihre größten Erfolge gehabt, wenn sie 70 und 80 waren. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich komme mir vor, wie wenn das alles noch vor mir liegt. Aber das ist vielleicht sehr prätentiös. Ich wollte gerade was dazu sagen. Ich glaube, das, was dich weitermachen lässt, ist, du bist der einzige Mensch aus der Mode, den ich kenne, der Humor hat. Ja, und, ich kenne die anderen nicht so gut. Das ist wahrscheinlich. Aber die Frage, die ich stellen wollte, ist eine andere. Es ist trotzdem, du bist jemand, der sagt, ja, also eigentlich alles, was du berührst, verwandelt sich irgendwie in Gold. Ja? Du bist so eine multinationale Henne. Nicht nur für mich, für die anderen auch. Ja, wie das nur bei mir wird geteilt. Hast du denn mal Misserfolge gehabt? Ja, da lernt man ja mehr von. Aber wann fängt ein Misserfolg an? Ja, zwischen Misserfolg und Erfolg, da ist noch eine unendliche Linie von gewissen gleichgültigen Dingen, die oft sehr kommerziell sind. Das ist nicht schwarz und weiß. Nichts ist schwarz und weiß, weder in diesem Beruf noch woanders. Darum kann man von Misserfolg nicht sprechen. Oft waren, was ich vielleicht als Misserfolge betrachte oder was vielleicht in der Presse nicht so toll gefunden war, kommerziell die größten Erfolge. Also kann man das nie so beurteilen. Was ist ein Misserfolg? Ein Misserfolg ist das, wo man persönlich mit sich selber nicht zufrieden ist. Was andere sagen, ist mir egal. Ja, ja. Ich weiß es ja selber schließlich. Ja, es gibt Dinge, mit denen ich nicht zufrieden bin. Aber was ich das Tollste in diesem Beruf für mich finde, dass ich in der Minute, wo ich was fertig gemacht habe, gut oder schlecht, ist aus. Das Nächste kommt dran. Ich interessiere mich nur das, was ich mache oder was ich machen werde. Was ich gemacht habe, das weiß ich nicht, das interessiert mich nicht. Ich hebe nicht mal eine Zeichnung von mir. Auch wenn ich eine Zeichnung von mir will, dann muss ich neu machen, denn eine alte habe ich nicht. Mich würde wahnsinnig interessieren, was ein Mann wie Sie im Jahr für Kleidung ausgibt. Würden Sie das verraten? Das weiß ich nicht. Muss er seinen Buchhalter fragen? Ja, nein, ich bin mein eigener Buchhalter. Ich bin meine eigene Sekretärin, mein eigener Buchhalter. Und ich habe nie eine Sekretärin, die so schnell schreiben konnte wie ich in 4 Sprachen. Schenken dir Leute Kleider? Ja, ich kriege viel geschenkt und ich schenke auch. Also ich kann mich in der Beziehung nicht bekleiden. Herr Lagerfeld, finden Sie es ganz falsch, wenn über Sie gesagt wird, dass Sie sich selbst inszenieren, dass Ihr Leben auch eine Art von Modeentwurf ist? Ja, was die Leute sich so vorstellen, das ist mir offen gestanden egal. Ne? Das geniert mich nicht weiter, aber ich meine, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mein Leben inszeniere. Ich lebe mein Leben, wie ich lebe, und das wirkt von außen wie eine Inszenierung, aber mir kommt das natürlich vor. Frau Lagerfeld. Herr Lagerfeld, es gibt Menschen, die haben ihren ursprünglich ausschließlich eigenen Duft. Und das sind, um es ehrlich zu sagen, meistens nicht die angenehmsten. Bei Ihnen ist das anders. Sie duften ausschließlich nach Karl Lagerfeld. Und ich gestehe unumwunden, das riecht sehr angenehm. Ja, aber meistens trage ich Testparfums, die noch nicht auf dem Markt sind, weil ich ja sehen muss, was weiterkommt, das nächste Parfum. Aber das, was es schon gibt, ist okay. Aber jetzt muss ich auch mal an die Zukunft denken. Aber das, was ich an Ihnen schnuppere, wird KL. Das ist aber für Damen, das ist nicht für mich normalerweise, kein Männerparfum. Aber hier süßlich ist, das ist ein negatives Wort. Es riecht unter uns gesagt, wenn Sie nicht eine richtige Beschreibung haben, irgendwie nach Mandeln. Ich liebe Mandeln, eine Mischung von Mandeln und Vanille. Bei Ihnen kommt das angenehm. Vielleicht mit meinem eigenen Geruch zusammen kommt das Gericht dann ganz gut hin. Jetzt waren wir bei den Düften. Ich wollte gerne nach Ihrer Autarkie fragen. Also Ihre Düfte machen Sie sich selbst. Wer kleidet Sie ein? Das kommt drauf an. Meistens kaufe ich japanische Sachen, weil die so tolle Stoffe haben. Ne?
Ja. Ich meine, so Maßschneider und so, da komme ich mir vor wie ein alter Bankier. Ich habe nichts gegen Bankiers, aber es ist nicht so unbedingt mein Traum, genauso auszusehen. Und ich trage persönlich sehr viel japanische Sachen, denn alle meine Assistenten tragen meine eigenen Lizenzkostüme, dann wären wir alle gleich. Ne? Das ist richtig. Auf Bankiers kommen wir gleich in anderem Zusammenhang noch. Ach. Ich habe in den letzten Tagen versucht und gestehe ohne Wunden, ich bin gescheitert und brauche Ihre Hilfe. Mhm. Ich habe versucht, mir klarzumachen, wie dieses mehr oder weniger Imperium Karl Lagerfeld im Augenblick eigentlich aussieht. Da komme ich an meine Grenzen des Verständnisses. Also, dass Sie Mode machen, weiß das jeder. Das kann ich in 3 Sekunden erklären. Das fände ich toll. Ich habe nur gehört, dass Sie inzwischen auch mit Dunhill zu tun haben. Und ich stelle sich ja, mir die Frage, ob Sie jetzt auch Pfeifentabak mischen. Nein, brauche ich nicht. Ich rauche nicht und habe nie geraucht. Ich habe nichts dagegen, dass andere rauchen, aber persönlich habe ich nie geraucht. Neben brauche ich meine Finger brauche ich auch zum Zeichnen. Also kann ich keine Zeit verlieren mit der Zigarette oder der Zigarre. Da habe ich nichts mit zu tun. Also jetzt die 3 Sekunden, um uns das Imperium Lagerfeld zu machen. Kann ein bisschen länger wie 3 Sekunden werden. Auf jeden Fall. Für meine Modegeschäfte, Chloe und Karl Lagerfeld, bin ich ein Partner von Dunhill. Das ist Rottmann, das ist Cartier, das ist diese Riesenfirma, die einer Familie aus Südafrika gehört. Naja. Für meine Parfümgeschichten ist mir nicht zusammen mit Unilever und Elisabeth Arden. Und für die Mode, die ich außerhalb noch mache, das heißt Chanel mit dem Chanel-Imperium für Fendi mit der Fendi-Familie. Ja. Ich bin, wie soll ich sagen, eine Multinationale mit einer Person. Ich habe keinerlei persönlichen Angestellten. Alle Assistenten, Mitarbeiter, alles wird von den Firmen geliefert. Ich will keinerlei, wie soll ich sagen, Seelenfürsorge haben oder verantwortlich für Leute sein. Ich gebe nur, wie soll ich sagen, die Idee, mach das, verschwinde, komm wieder und so weiter. Ich habe keine geschäftliche Realität. Ja. Haben Sie noch ungefähr im Griff, wie viele Kollektionen? Jetzt, ich habe alles, hab alles im Griff. Wie viel Kollektionen ja, im Jahr zeichnen Sie? Es kommt nicht auf die Zahl der Kollektionen an. Ich könnte 50 Kollektionen machen und die wären nicht gut. Es ist besser, ich mache, sagen wir, 15 und die sind okay. Herr Lagerfeld, jetzt aber mal Hand aufs Herz. Gab es schon mal eine Situation, wo Sie nicht alles im Griff hatten? Ja, aber von solchen Situationen lernt man ja viel mehr, wie von den Situationen, wo man es zu gut im Griff hat. Um alles richtig im Griff zu haben, muss man ab und zu auch mal eine Situation haben, wo das denn nicht so kommt. Aber ich bin sehr, wie soll ich sagen, fürs Schlachtfeld geboren. Ich kann letzte Minute Entscheidungen treffen und ich bin wie die Flugzeuge im Nebel, wissen Sie. Ich versuche trotzdem durchzukommen. Ne? Aus welcher Situation haben Sie am meisten gelernt? Ja, man lernt ja nur von dem, was man im Grunde falsch gemacht hat. Aber das vergesse ich so hinterher sofort. Dann kann ich nicht genau darauf antworten. Dann müsste ich länger nachdenken. Was heißt, Sie lernen dann auch nichts? Wenn Sie es sofort wieder man lernt aber im Unterbewusstsein. Aber ich werde mir ja nicht Tag und Nacht meine Fehler wiederholen. Ne? Sie zeichnen Kollektionen für verschiedene Modehäuser. Ja, das heißt, Chanel, Sie machen sich im für Prinzip Fendi, für Karl Lagerfeld und für Chloe. Das heißt, Sie machen sich im Prinzip auch selbst Konkurrenz. Das ist ja der Höhepunkt der Geschichte. Ja, das sehe ich deutlich. Die Frage ist, ob das allen gefällt. Also ganz theoretisch können Sie doch beschließen, ich lasse mal den einen absacken. Für die mache ich mal die super Kollektion und die lasse ich mal ein bisschen arm aussehen. Es gibt da noch wieder einen Faktor, wo man nicht sagen kann, jetzt mache ich mal eine super Kollektion und dann mache ich mal da eine Mistkollektion, was weiß ich. Sowas kann man nicht machen. Das hängt nicht von einem selber ab, das hängt von den Umständen ab. Und da ich ja schließlich all die Leute, mit denen ich arbeite, sehr gerne mache, meine Mitarbeiter teilweise schon seit 30 Jahren habe und so, die von einem Haus ins andere gebracht haben. Ich war wie früher die kommunistische Partei, ich brachte meine Leute überall hin und setzte die überall hin. Dann sieht es für Ihre Zukunft aber schlecht aus, ne? Wieso? Wenn ich an die kommunistische Partei denke. Ja, wie früher habe ich gesagt, wie die früher, was die heute machen, weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen, im Gegenteil. Das ist das Einzige, was ich von denen gelernt habe. Sonst hat man eben nur gelernt, was man nicht machen muss. Jetzt lassen wir mal von den reinen Modekollektionen, ja. Also von dem, was hier im Allgemeinen, glaube ich, in Deutschen Landen als DOB läuft das. Ne? Wunderschöner Begriff. Das klingt medizinisch. Ja, ne? Grauenvoll. Also lassen wir das weg. Ja. Sie machen ja ganz eine Menge anderes. Man sagt Damen-Oberbekleidung, man macht ja auch Unterbekleidung. Ne? Richtig, das würde dann DUB heißen. Ich glaube, schrecklich. Ne? Grauenvoll. Ja. Sie machen Parfums. Da frage ich mich, ja. Also bei Mode kann sich das jemand noch vorstellen. Da hat jemand einen Stift und hat ein ganz feines Empfinden und zeichnet. Nein, ein bisschen mehr, muss man mir ein bisschen mehr sagen. Man muss auch technisch das können. Unbestritten. Ja, genau. Wie geht das denn bei Parfums? Da fahren Sie nach Gras und sagen, nein, gib mal davon 4 Zentiliter und da und davon und jetzt lass mal riechen. Oder wie geht das? Nach Gras fährt schon seit Jahren kein Mensch mehr. Wo mischen Sie denn? Ja, wir mischen in der ganzen Welt. Es gibt ungefähr 5, 6 sehr große weltweite Firmen, die Extrakte machen. Mit denen spreche ich, mit denen sage ich, das möchte ich, möchte so und so und so. Und dann machen die mir Vorschläge. Denn das ist ja chemisch wahnsinnig kompliziert. Aber man muss genau wissen, und vor allem man muss auch eine richtige Kenntnis von des Parfümmarkts und der Geschichte von Parfüms haben. Ich kenne alle Parfüms der Vergangenheit und ich weiß genau, auch die nicht mehr existieren, wie die waren, wenn man das erfahren kann. Ich habe mir sie nachmischen lassen und so. Und das ist eine Sache, die man lernt. Das habe ich gelernt
am Tage, wo ich angefangen habe, mich für Parfums zu interessieren und mein erstes Parfum, was Chloé war, rausgebracht habe. Und so habe ich mich da wirklich in den letzten 20 Jahren reinarbeiten können. Und heute habe ich das Gefühl, ich kann mich in Bezug auf Schöpfung von Parfums ganz gut verteidigen. Ja. Um die Reihe weiterzuführen, Pelze bei Fendi, Schuhe, ja, aber Accessoires. Vor allem das Pelzproblem heute ist, dass Pelze nicht mehr wie Pelze aussehen sollen. Das heißt, man greift auf Chemie zurück, oder was? Nicht unbedingt, man mischt mit allem, mit Strick und so, und dass man gar nicht mehr weiß, was es überhaupt ist. Und solche Tiere, so wie die hinterher aussehen, weiß der selbst der liebe Gott nicht mehr, was das ursprünglich mal war. Es hat vor nicht allzu langer Zeit, nun weiß ich wieder nicht, für welches Modehaus, hat es eine Show gegeben in Paris, wo die Models nicht, wie man es erwartet, dass der Maestro, euer Ehren, ich bitte Sie, die Damen in Samt und Seide und Kaschmir verkleidet, er hat sie, man höre und staune, in Plastik gehüllt. Das habe ich auch schon und gemacht. Das auch noch durchsichtig. Ich versuche aus meiner Küche im Augenblick alle gerade Plastikgegenstände zu entfernen, weil ich Plastik nicht mehr mache. Und sie hüllen die schönsten Damen der Welt in Plastik. Es ist ja zum Gotterbaum, oder? Ja, nicht? Aber der Plastik war durchsichtig und dann war er bestickt. Und wenn da Claudia Schiffer oder Cindy Crawford drin sitzen, dann sieht auch der Plastik gut aus. Aber wirken die Damen denn, um auf des Kaisers neue Kleider zu kommen, möglicherweise bei dem, was man gesehen hat, ein bisschen mehr aus als angezogen? Das hängt davon ab. Es gibt ein gewisses Mysterium, denn man sieht das irgendwie wie durch ein halbdurchsichtiges Kristall. Schön. Aber man kann mit Plastik tolle Sachen machen. Und man soll das nicht nur als Küchenmaterial benutzen. Nein, da möglichst nicht, würde ich sagen, ohne irgendeiner Industrie jetzt weh zu tun. Nur mal, das ist wahrscheinlich eine ganz banale Frage, die immer wieder kommt. Aber wenn Claudia Schiffer und Frau Crawford das tragen und auf dem Laufsteg tragen, ist es wunderschön. Vor allem hat es den Hintergrund von Lagerfeld. Kann das jemand in Bradwede bei Bielefeld zum Einkaufsbummel tragen? Ja, zum Einkaufsbummel macht man ja auch andere Modelle. Das ist ja auch nicht dafür entworfen. Wissen Sie, das Wichtige in der Mode ist, dass man das anzieht, was richtig ist für das, was man macht. Diese Abendkleider sind für andere Umstände. Das ist beinahe wie, ich will nicht sagen wie Theater, aber das ist nicht zum Einkauf. Claudia Schiffer und Cindy Crawford kaufen auch anders ein. Richtig, aber auch in Bradwede bei Bielefeld gibt es schöne Bälle. Ja, sicherlich, aber auf den Ball könnten Sie gehen, aber Sie sprachen vom Einkauf, Sie sprachen nicht von den Bällen. Gut, also Sie würden es auch in Bradwede Damen zumuten, diese Modelle zu tragen? Wenn die Damen den Mut dazu haben, ja. Ja, nun liegt Bradwede bei Bielefeld bekanntlich in Deutschland und die Mode, die Sie machen, entsteht in der Hauptsache in Frankreich. Nicht nur das, sondern in Paris. Ich muss mir das gar nicht unbedingt mit denselben Augen, kann ich auch gar nicht, mit den Augen von Ihnen anschauen, aber Sie nehmen doch auch wahr, was an Mode in Deutschland entsteht. Oder ja, das überhaupt ich weiß, ich meine, es wäre lächerlich, wenn ich sagte, ich wüsste das nicht. Ich weiß genau, was überall vorgeht. Ich bin äußerst informiert. Ne? Ist Deutschland spannend als Modefeld? Es ist geschäftlich ganz gut, glaube ich. Ne? Das ist ziemlich deutlich. Dürften wir es noch ein bisschen deutlicher haben? Ja, vielleicht, wenn Berlin mal wieder eine richtige Hauptstadt wird, kann es mal wieder wie früher in Berlin eine richtige Modehauptstadt geben. Im Moment ist das ein bisschen zwischen Düsseldorf, Hamburg und München. Man kann das nicht an drei Stellen machen. In Mailand ist es für Italien, in Paris ist es für Frankreich und für die ganze Welt. Denn die Japaner und die Engländer zeigen da ja auch und so. Man kann nicht auf drei Bällen auf dem Mal tanzen. Mhm. Das kann man nicht. Aber es gibt ja, was wir in Deutschland bezeichnen, durchaus große Namen. Das ist aber dann im Zweifel mehr national gesehen, also was Modemacher betrifft. Ja, dafür bin ich zu sehr Außenseiter, um darauf antworten zu können. Hier wird der Herr vorsichtig. Nein, ich bin nicht vorsichtig. Ich kann ja nicht Dinge sagen, die ich nicht kenne. Oder nicht drüber sprechen, was ich nicht weiß. Herr Lagerfeld, nie was von Joop oder Jill Sander gesehen? Doch, Werbung von Parfum. Ah ja. Nun sind Sie, ich sag mal, nicht in der umgekehrten Situation, aber als, ich frage mal, als Deutscher in Paris eigentlich, oder haben Sie zwei Nationalitäten, haben Sie einen französischen Pass inzwischen? Nein, weiß Gott nicht, nein. Wollen Sie auch gar nicht? Nein, ich bin Deutscher, will auch Deutsch bleiben, aber dafür braucht man nicht an Ort und Stelle zu sitzen. Ne? Nee, aber Sie sind Deutscher, wollen auch Deutscher bleiben, aber Sie sind, was aktuelle Situation betrifft, Sie sind als Deutscher ein Ausländer. Ein Ausländer in diesem Fall in Frankreich. Ja, ich bin lieber ein Ausländer. Ich bin Ausländer in Deutschland, ich bin Ausländer in Frankreich. Wieso sind Sie Ausländer in Deutschland? Ja, weil ich ja nicht in Deutschland lebe. Ich habe ja nie in Deutschland gelebt. Ich bin ja in Frankreich schon zur Schule gegangen. Ich habe ja in Deutschland nur als Kind gelebt. Ja, aber fühlen Sie sich denn in Deutschland als Ausländer ganz konkret oder ist das mehr eine Theorie? Nein, aber ich habe den gewissen Abstand, damit ich auch mich hier, wie ich sage, nicht fremd fühle, aber auch gleichzeitig das irgendwie von außen beurteilen kann oder ansehen kann und nicht die
negativen und nur die positiven Probleme davon habe. Ja, aber ich nehme mal an, dass das Grundgefühl, Ausländer in Frankreich zu sein, im Augenblick wahrscheinlich das Angenehmere ist, als Ausländer in Deutschland zu sein. Und das ist ein Gedanke, den Sie gar nicht kümmern. In Frankreich, da haben die auch mit Ausländern Probleme, aber das sind nicht unbedingt die Deutschen. Ne? Die Deutschen, denen versuchen sie nur oft ein etwas schäbiges Image zu machen, weil die ja bei sich auch Probleme haben. Dann kommt das ihnen gut aus, das im Fernsehen groß zu zeigen, um zu sehen, sie sind in Deutschland noch schlimmer wie in Frankreich. Die haben die gleichen Probleme. Ja, wir haben in ganz anderem Zusammenhang über die Frage der Mentalität in Deutschland und Frankreich gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch der Umgang mit Ihrer Materie, das heißt mit Mode und ganz vielem Schönen, ein bisschen französisch geprägt ist. Ich habe immer den Eindruck, dass alles, womit Sie sich beschäftigen, durchaus was Erotisches hat in der Ausstrahlung, aus dem fertigen Produkt. Haben Sie zu dem, was Sie tun, auch, ich sag mal, eine Art von erotischem Verhältnis? Nein, überhaupt nicht. Was haben Sie denn für eins? Ja, das kann ich schlecht beurteilen, aber ich habe mal ein Interview mit Elisabeth Schwarzkopf gesehen und da wurde sie gefragt, wenn sie diese Liebesszenen singt, ob sie auch diese Gefühle, die sie so wunderbar ausdrückt, auch selber fühlt, wenn sie singt. Und da hat sie geantwortet, nee, wenn ich das täte, dann würde ich falsch singen. Ja. Und das ist genauso. Ich verkaufe Traum, eine gewisse Art von Traum, aber ich selber bin kein Träumer und darf auch kein Träumer sein, denn das ist im Grunde auch ein hartes Business, wo ich mir genügend Abstand schaffen kann, um es trotzdem machen zu können und wo ich so tue, wenn ich mit der Geschäftswelt nichts zu tun hätte, nichts wüsste und so weiter fort. Im Grunde weiß ich alles ganz genau und weiß genau, was vorgeht in meinen Geschäften und aber ich tue immer so, wie wenn ich es nicht wüsste. Wir freuen uns, dass Karl Lagerfeld heute seine geliebten eigenen Räume verlassen hat, um uns mit seiner Anwesenheit zu schmücken. Das finden wir besonders nett. Sie sind ja sonst nicht der leidenschaftliche Ausgeher, ne? Ja, aber ich meine, ich hoffe, die anderen hassen ihre eigenen Räume auch nicht. Ne? Das nicht, aber die gehen vielleicht öfter aus als Sie es. Ja, ich meine, ich habe mich so an meine eigenen Räume gewöhnt. Ne? Dass Sie lieber einladen, als selbst eingeladen zu werden. Ja, offen gestanden, ja. Ne? Also Sie sind ein Mann, der viel erreicht hat im Leben, sehr viel, und der auch hohe Auszeichnungen errungen hat. Furchtbar. Sie haben viele, viele wunderbare Preise bekommen. Und jetzt ist Ihr 6. Fotoband erschienen. In 2 wollen wir mal reingucken. Visionen und Achillion. Sie haben bei den Visionen auf was besonderen Wert gelegt? Das ist eine besondere Drucktechnik. Das ist Fotos von heute, aber in einer Drucktechnik gemacht, wie man, für Abzugtechnik, wie man die um 1880 machte. Das wird, sie werden lachen, mit Kohle, Zucker und Gummi gemacht. Das hier, dieses farbige Paar ja, mit Kohle, Zucker und Gummi. Das war der Anfang vom Farbsystem, das wurde dann aber hinterher nicht mehr gemacht, weil das zu kompliziert war. Aha. Und ich habe einen alten Mann gefunden, der von seinem Urgroßvater das Mittel geerbt hatte und das Rezept geerbt hat, wie man das machen musste. Mhm. Sehr toll. Die Wirklichkeit sind die riesengroß, die sind so groß. Ne? Ja. Und was bedeutet Ihnen denn diese Fotografie? Ich meine, es ist nicht speziell die, sondern die Fotografie überhaupt. Ja, dieser Band, der war gemacht worden für die Ausstellung in der Galerie Kominska in München, in Köln, weil ich ja den Deutschen Kulturpreis der Fotografie gewonnen hatte im Oktober. Und das sind Porträts vor allen Dingen von Leuten. Und, ja, kann man sagen. Ne? Ja, wir haben da keinen Kopf, aber da können den anderen den Kopf verlieren. Ne? Ohne Kopf ist das auch ein Porträt. Ja, ich finde den Körper genauso aussichtsvoll wie ein Gesicht. Ne? Aber das finde ich eine kluge Frage, Domenica. Ich wüsste das. Nein, ich meine, Gesicht ist okay, aber der Körper ist Hände, auch Füße. Ausdruck schon, natürlich. Ja, Hände sind für mich ja, Ausdruck. Ja, sicher. Es gibt Leute, da braucht man den Kopf nicht unbedingt sehen. Ne? Guck mal, hier zum Beispiel bei den Beinen. Das hat er nicht so gemeint. Und bei Achillion haben Sie wieder sich mit Models auch zum Teil beschäftigt. Ja, ich meine, ich liebe Models, weil ich ja mit Models beruflich Tag und Nacht lebe. Ne? Ist nicht wahr. Die Domenica, wir haben was Tolles, ja. Sie hat uns, der Marie-Louise und mir, in der Maske, im Maskenraum was gezeigt. Das musst du bitte Herrn Lagerfeld. Der weiß ja von seinem Glück gar nichts, Herr Lagerfeld. Ich sage immer mit Spaß, wenn Sie mich fragen, was ich so gerne hätte werden wollen. Ich wollte mit 14 Modezeichnerin werden. Da habe ich immer gesagt, auch wenn ich das nicht wäre, was ich jetzt war früher, da wäre ich Frau Lagerfeld in Paris. Ja, was meinst du, was mir passiert ist? Ich bin in Leipzig, da kriege ich dieses Buch geschenkt. Jetzt guck mal, da muss man hingucken. Da muss man ganz genau hingucken. Ja, gucken Sie auch mal nach links. Das ist Karl Lagerfeld. Ja, ich meine, unter uns gesagt, Sie sehen sich da ähnlicher, wie ich mir ähnlich sehe. Nee, ich finde Sie da gut drauf, ehrlich gesagt. Ja, aber ich habe ja meinen Kopf nicht so in den Schultern. So totenblass bin ich nicht. Das so. Ja, ich meine, ein paar Mal. Haben Sie denn den Spiegel zu Hause, Herr Lagerfeld? Haben Sie denn den Spiegel zu Hause? Was habe ich? Den Spiegel zu Hause, weil Sie sagen, Sie sehen nicht so aus.
Aber ja, nein, ich bin im Alter, dass ich etwas länger einen Hals hätte. Aber ich finde das Bild gut, ehrlich. Und nicht so einen trostlosen Blick habe wie dieser gute Mann. Der sieht ein bisschen aus wie Hans. Vielleicht neben mir haben Sie den trostlosen Blick gekriegt. Das kann doch sein. Nicht, dass ich den guten Mann schlecht finde. Nur hätte der nicht den Fächer gehabt, hätte ich nie gedacht, dass ich das wäre. Hören Sie mal, ich bin da nackt, Herr Lagerfeld. Kann man daran nichts ändern? Warum ist doch gut? Nein, ich hätte so gerne so ein Lagerfeld-Stola oder sowas. Ich meine, ich kann Ihnen eine kleine Stola schicken, aber ich meine... Das wollte ich hören. Das ist ja so genau. Ganz toll. Dominika wünscht sich eigentlich etwas, dass du ihr vielleicht dieses Foto, was dir nicht gefällt, also das Bild, signierst oder eventuell ihr Porträt. Das würde ich gerne fotografieren, ja gerne. Ja, ja. Aber mit Porträt. Mit nicht unbedingt nackt. Also nicht mit Porträt. Ich habe nichts gegen Nacktheit. Dominika, das gehört heute dazu. Lagerfeld vielleicht. Weil Frau Hamann ist auch ein Lagerfeld interessiert. Aber ein Porträt. Eigentlich war das der Zweck der heutigen Übung, dass wir eine Auftragserteilungsabteilung hier gründen. Das war eigentlich nicht der Zweck. Der Auftrag ist, wenn es kommerziell ist. Ich tue es ja umsonst. Sie machen es aus Güte, aus reiner Menschen. Güte ist ein furchtbares Wort. Aus reiner Menschen. Das klingt beinahe schon wie Mitleid, furchtbar. Ich tue, weil ich es interessant finde. Ja. Und damit hat sich das. Ja, genau. Also die Stola ist Ihnen sicher, scheint mir. Das Foto. Auf alle Fälle kommen wir jetzt erstmal weg von den Fotos. Den hätte ich ganz gerne noch ein bisschen Zeit gewidmet. Vielleicht noch ein kleiner Schlenker zu Ihrem Faustband. Da haben Sie ja Claudia Schiffer als Gretchen. Ja, und warum nicht? Ja, würde ich Sie fragen. Und Copperfield als Mephisto gezeigt. Ja. Das Gute daran ist, dass die da beide mal zusammen auf dem Bild wieder waren. Das ist ja jetzt nicht mehr ganz so häufig. Würden Sie die heute wieder genauso aufnehmen oder hätten Sie einen anderen Vorstellung? Ja, wenn ich Faust machen würde, würde ich die wieder nehmen. Nee, ich meine jetzt so in einer anderen Form. Besser als Mephisto habe ich noch nicht gefunden. Ja, Copperfield, der verkauft wie Sie Illusionen. Dem sind Sie und vor allem, er hatte auch den Look, den Ausdruck, ne? Er war da gut und er war auch die Veruschka von Lindorf, die war auch da drin. Die spielte immer der Macht. Sehr schön. Haben Sie eigentlich Copperfield wieder weggekriegt von Schiffer? Oder ich bin nicht Ihr Agent, da kümmere ich mich nicht drum, da weiß ich nichts von und da gebe ich keine Auskunft drüber. Aber im Gegensatz, da gibt es spezialisierte Zeitschriften für. Sie haben gesagt, Sie sind so neugierig, Sie hätten eigentlich Concierge werden sollen. Ja, aber das ist heute nicht mehr so amüsant in diesen großen Häusern, wo man nur noch auf den Knopf drückt. Ne, mit dem, das ist amüsant, weil ich interessiere mich für alles, was im Leben vorgeht. Hm. Aber ich will nicht unbedingt dazugehören, verstehen Sie? Hm. Ich bin im Grunde eine Art Voyeur, ne? Ich möchte alles wissen, aber ich möchte nicht unbedingt zur Aktion gehören. Aber es interessiert Sie schon, dass Clinton wieder Präsident geworden ist. Also wie weit geht das? Ich interessiere mich für Dinge, die mich überhaupt nichts angehen. Ich interessiere mich für alles. Ich bin neugierig. Ob Henry Maske seinen Boxkampf gewinnt? Warum nicht? Und ob Boris Becker gewinnen wird, interessiert mich auch. Ja? Ne? Ja. Aber Sie sehen nicht viel fern. Ja, ich lese Zeitungen. Das reicht. Morgens beim Frühstück wird die Zeitung gelesen. Genau. Und ansonsten halten Sie sich in Ihren Schlössern auf. Was heißt in meinen Schlössern? Das klingt ja furchtbar. In ein paar Ihrer Schlösser. Ach, bitte hören Sie davon auf. Ne? Herr Lagerfeld, Sie sind ja ein Mann, der viel besitzt. Ne? Und Sie können sich auch viel leisten. Aber es gibt auch Leute, die Ihnen trotzdem noch was schenken. Dazu sollen auch... Ja, wissen Sie, das ist ja leider die Ungerechtigkeit des Lebens. Nur wohlhabende Leute kriegen teure Geschenke. Ne? Das ist ja das Drama. Ne? Und bei Ihnen sind es aber auch gleich wieder Häuser. Ja, aber wissen Sie, das Unangenehme ist, man muss ja sich wieder revanchieren und auch so was Kostbares schenken und so. Dann ist das im Grunde ein schlechtes Geschäft. Ne? Eine Frage habe ich noch. Gibt es zeitlose Schönheit in Ihren Augen? Ja, es gibt zeitlose Schönheit, aber das ist auch eine Standpunktfrage. Denn Leute, die sagen, ja, wissen Sie, im Grunde bin ich ein Klassiker, 10 Jahre später wollen sie das gleiche Zeug auch nicht mehr. Ne? Ja. Im Grunde ist alles irgendwie einem Wechsel und einem Zeitgeist unterworfen. Und das finde ich auch im Grunde richtig. Und wenn Leute, die meinen, dass es nicht existiert, stimmt nicht. Eine klassische Schönheit, das sind im Grunde die Sachen von der griechischen, antiken Schönheit und so weiter und so fort. Aber das klingt ja nach Schule. Herr Lagerfeld, und die allerletzte, gibt es irgendwas, was Sie über den Zeitraum Ihres Lebens hinaus interessiert? Oder ist Ihnen der Rest egal? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir das verhältnismäßig egal. Ne? Schade. Bei mir geht das nämlich von dem Standpunkt, es fängt mit mir an und es hört mit mir auf.